Herzlich willkommen hier in der Evangelischen Kirche in Freudenthal. Freudenthal ist eine kleine Gemeinde am Rande des Strombergs gelegen im Dekanat Besigheim. Mein Name ist Traugott Meisenbacher, ich bin Pfarrer hier in dieser Gemeinde. Heute ist der letzte Sonntag im alten Kirchenjahr, der Ewigkeitssonntag, der Tag, an dem wir unserer Verstorbenen gedenken. Wir gedenken heute in unserem Gottesdienst der Verstorbenen des vergangenen Kirchenjahres. In diesem Gottesdienst wird dieser Stuhl, der hier vor mir steht, eine besondere Rolle spielen. Und jetzt lade ich Sie herzlich ein, mit zu feiern und mit dabei zu sein in unserem Gottesdienst. Ein ganz herzliches Grüß Gott und herzlich willkommen heute. Ist Ewigkeitssonntag oder auch Totensonntag genannt. Und er passt ja gut in diese Novemberzeit. Licht und Wärme haben sich zurückgezogen. Die meisten Blätter an den Bäumen sind jetzt gefallen. Die Natur führt uns vor, dass Leben vergänglich ist. Und somit erinnert uns das Ende des Kirchenjahres auch an unsere eigene Endlichkeit und Sterblichkeit. Gott segne uns diesen Gottesdienst, wenn wir jetzt beieinander sind, in seinem Namen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und jetzt lade ich Sie ein, dass wir miteinander singen vom Morgenglanz der Ewigkeit. Das Lied Nummer 450 in unserem Gesangbuch. Lasst uns beten, wenn Sie können, stehen Sie doch dazu auf. Wir beginnen unser Gebet mit den Worten des 39. Psalms. Herr, lehre mich doch, dass es ein Ende mit mir haben muss und mein Leben ein Ziel hat und ich davon muss. Siehe, meine Tage sind eine Handbreit bei dir und mein Leben ist wie nichts vor dir. Wie gar nicht sind alle Menschen, die doch so sicher leben. Sie gehen daher in ein Schatten und machen sich für ihre vergebliche Ruhe. Sie sammeln und wissen nicht, wer es eingehen wird. Nun, Herr, wessen soll ich mich trösten? Ich hoffe auf dich. Höre mein Gebet, Herr, und vernimm mein Schreien. Denn ich bin ein Gast bei dir, ein Fremdling wie alle meine Väter. Lass ab von mir, dass ich mich erquicke, ehe ich dahin fahre und nicht mehr bin.
Ja, du heiliger, ewiger Gott, Gäste sind wir nur in dieser Welt. Und heute denken wir in besonderer Weise an die Menschen, die du aus unserer Mitte gerufen hast. Diese Erinnerung macht uns traurig, aber auch dankbar. Wir danken dir für das, was du uns mit dem Leben der Verstorbenen geschenkt hast. Und wir bitten dich zugleich, hilf uns doch so zu leben, dass andere auch für unser Dasein dankbar sein können. Zeige uns heute und an jedem Tag, was es heißt, recht zu leben angesichts des Todes. Und nun bitten wir dich um deine Hilfe und um deine Nähe. Halte uns fest, wenn wir meinen, den Boden unter den Füßen zu verlieren. Schenk du uns Hoffnung und Trost und stärke unseren Glauben. Zeige uns Wege, die wir gehen können. Mit all unseren Gefühlen und Gedanken, mit unseren Fragen und mit all unseren Zweifeln kommen wir jetzt zu dir. Erbarme du dich unser und lass zu deinem Herzen dringen, was wir dir jetzt sagen in der Stille. Höre mein Gebet, Herr, und vernimm mein Schreien, schweige nicht zu meinen Tränen. Amen. Nehmen Sie doch wieder Platz. Wir hören auf das Evangelium des Johannes, Kapitel 14 aus der Basisbibel. Jesus spricht zu seinen Jüngern: Lasst euch im Herzen keine Angst machen. Glaubt an Gott und glaubt auch an mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Sonst hätte ich euch nicht versprochen. Ich gehe dorthin, um einen Platz für euch bereit zu machen. Und wenn ich dorthin gegangen bin und einen Platz für euch bereit gemacht habe, werde ich wiederkommen. Dann werde ich euch zu mir holen. Denn dort, wo ich bin, sollt auch ihr sein. Ihr kennt ja den Weg zu dem Ort, wo ich hingehe. Thomas sagte zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir da den Weg wissen? Jesus antwortete ihm: Ich selbst bin der Weg. Genauso bin ich die Wahrheit und das Leben. Es gibt keinen anderen Weg, der zum Vater führt, als mich. Amen. Wir singen gemeinsam das Lied 529, Ich bin ein Gast auf Erden. Oh.
Vielleicht haben Sie sich schon gewundert, liebe Gemeinde, warum hier vorne beim Altar so ein oller Stuhl rumsteht. Der gehört doch da gar nicht hin. Nun, heute schon, ich habe ihn da hingestellt. Ein leerer Stuhl, ein leerer Platz. Den vielleicht haben Sie, liebe Hinterbliebene, zu Hause auch so einen leeren Platz, der jetzt leer bleibt, weil es der Platz war eines lieben Menschen, der nun nicht mehr unter uns ist. In den meisten Familien gibt es ja so etwas wie Stammplätze. Am Esstisch oder auf dem Sofa, da hat jeder so seinen Platz. Auch die Verstorbenen wahrscheinlich. Vielleicht hatte auch jemand seinen ganz eigenen Ort, im Garten oder in der Werkstatt, in der Küche, am Schreibtisch, wo auch immer. Und so verbinden wir Plätze und Orte mit unseren Verstorbenen und umgekehrt. Heute denken wir daran. Manche denken vielleicht auch an den letzten Ort, der mit der Oma, dem Opa, dem Ehepartner, dem Elternteil verbunden ist, das Pflegeheim zum Beispiel, wo man doch so oft noch hingegangen ist, oder die letzte Wohnung, die nun aufgelöst ist oder gar verkauft. Ja, dann gibt es nicht einmal mehr diesen Platz. Ein Platz bleibt leer, auch der Platz, den ein Mensch im Kreise der Familie und der Freunde eingenommen hatte. Jetzt ist da niemand mehr, den ich schnell mal was fragen kann oder dem ich einfach mal erzählen kann, was mich so bewegt. Vielleicht fehlt jetzt einer Familie der Mittelpunkt, der bisher die ganze Familie zusammengehalten hat. Ein Platz bleibt leer. Wo sind sie jetzt, unsere Toten? Da könnte man natürlich ganz formal kurz und knapp sagen, auf dem Friedhof. Und dieser Friedhof, das ist ja für viele Hinterbliebene ein wichtiger Platz, ein Ort der Trauer, aber auch ein Ort der Liebe. Und vielen Gräbern sieht man das an. Da liegt jemand begraben, der auch über den Tod hinaus noch sehr geliebt ist. Es ist gut, so einen Platz zu haben für die Trauer, für die Tränen, ein Platz, wohin mit der Liebe. Heute, am Toten Sonntag oder in den Tagen drumherum, da werden wohl viele von uns die Gräber ihrer Lieben aufsuchen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie das im Frieden tun können. Wo sind unsere Toten? Wo ist ihr Platz? Natürlich nicht wirklich auf dem Friedhof, denn wir haben es ja selbst gesehen. Es waren nur sterbliche Überreste, meist nur eine Urne, die man da in die Erde gelegt hat. Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zum Staube, hatte der Pfarrer wohl gesagt. Wo sind sie, unsere Toten? In unseren Herzen lebst du weiter, so liest man es oft in Todesanzeigen. Auch da ist es ja viel Liebe, die aus solchen Worten spricht. Das Band der Liebe, es hält ja uns über den Tod hinaus mit unseren Verstorbenen verbunden. Wo wir das auch wirklich im Herzen spüren, da ist es ein ganz kostbarer Schatz. Wo sind die Toten jetzt? Irgendwo da oben ist jetzt die Oma und passt auf uns auf. So oder so ähnlich wird es oft den kleinen Kindern erklärt. Aber reicht uns Erwachsenen das aus? Und mal ehrlich, glauben wir das wirklich? Von einem großartigen neuen Ort haben wir es eben in der Lesung gehört aus dem Johannesevangelium. Und gerade das Johannesevangelium müssen wir ja quasi von hinten her lesen, also von Ostern her, von der Auferstehung Jesu. Hier spricht nicht nur der Wanderprediger Jesus von Nazareth, hier spricht zugleich immer auch der auferstandene Christus, der selbst durch den Tod hindurchgegangen ist. Und hier spricht er: Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Sonst hätte ich euch nicht versprochen, ich gehe dorthin, um einen Platz für euch bereit zu machen.
Jesus sagt also zu seinen Jüngern, dort im Hause meines Vaters im Himmel, dort habt ihr einen Platz. Und das nicht erst im Tod. Der euch schon in der Taufe beim Namen gerufen hat, der hat dort einen Platz für euch vorbereitet. Ich stelle mir das etwas naiv, ein bisschen so vor wie so eine himmlische Festtafel und an einem schönen, wunderbaren Platz, da steht ein Tischkärtchen mit meinem Namen. Freut euch, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind, sagt Jesus an anderer Stelle. Hier in diesem Abschnitt aus dem Johannesevangelium spricht Jesus zu seinen Jüngern, als schon klar ist, welchen Weg er gehen wird und was ihm bevorsteht. Denn nicht mehr lange, dann würde man ihn töten und dann würde auch bei den Jüngern ein wichtiger Platz leer bleiben, wenn Jesus nicht mehr leibhaftig unter ihnen sein wird. Aber Jesus spricht ihnen Mut zu. Er sagt, lasst euch im Herzen keine Angst machen. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Glaube und Vertrauen ist das, was ihr braucht, statt angsterfüllter, erschrockener Herzen. Das ist ein anderer Trost als der, den Menschen manchmal versuchen zu geben. Sie meinen es ja gut. Ach, du solltest doch jetzt oder jetzt nicht mehr traurig sein. Oder das Leben muss doch irgendwie weitergehen. Oftmals gut gemeinte Trostversuche. Der Trost, den Jesus gibt, den kann wirklich nur er geben. Denn er als der Auferstandene kann sagen, nur er, ich gehe euch voraus. Nicht in den Tod, sondern durch den Tod hindurch. Und dort, jenseits des Todes, dort ist das Haus meines Vaters, der ja auch euer Vater sein darf. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen, sagt Jesus und fährt fort. Ich gehe dorthin, um einen Platz für euch bereit zu machen. Es ist natürlich müßig, darüber zu fantasieren, wie das denn sein wird nach dem Tod. So ganz recht weiß das niemand, ich auch nicht. Und das mit der Festtafel und dem gedeckten Tisch, das war vielleicht ein bisschen eine naive Vorstellung von mir. Aber eins weiß ich, wer dort sein wird, nämlich der auferstandene Herr selbst. Er wird mich dort empfangen und er hat schon alles vorbereitet. Ich bin ein Gast auf Erden, so haben wir es gerade gesungen mit den Worten von Paul Gerhardt. Und so ist es ja auch. Gäste sind wir, die nur eine Weile bleiben, um dann den Platz wieder zu räumen. Aber Paul Gerhardt hat eine größere Hoffnung, wenn er fortfährt. Meine Heimat ist dort oben, da aller Engel Schar den großen Herrscher loben, der alles ganz und gar in seinen Händen träget und für erhält und alles hebt und leget, wie es ihm wohl gefällt. Dort darf ich daheim sein, im Hause des Vaters, von dem Jesus spricht. Paul Gerhardt nennt es im Lied das Haus der ewigen Wonne, bei dem Vater, der alles ganz und gar in seinen Händen träget. Wo also sind unsere Toten? Wir hoffen und glauben, im Haus der ewigen Wonne, wo Leid und Tränen ein Ende haben, bei dem, der alles in seinen Händen träget. Dort ist ihr Platz, dort darf auch unserer sein. Amen. Du kannst nicht tiefer fallen, als nur in Gottes Hand. Stimmen Sie doch mit ein in dieses Lied Nummer 533 im Gesangbuch. Thank you.
Unsere Gedanken gehen heute also zurück zu den Menschen, die im vergangenen Kirchenjahr verstorben sind und ich möchte sagen, heimgegangen sind. Und wir singen dazu meine Hoffnung und meine Freude. Wir wollen für uns und für die Verstorbenen beten. Ich möchte Sie bitten, dass Sie sich dazu erheben. Ewiger Gott, vor dir haben wir nun der Menschen gedacht, die von uns gegangen sind, und befehlen sie erneut in deine gütigen Hände. Nimm sie auf in deine Wohnungen. Ihre Namen haben wir genannt, denn du kennst sie, auch die, die wir nicht kennen, und die wir nicht genannt haben. Vor dich bringen wir auch all die Menschen, die jetzt gerade im Sterben sind, und diejenigen, die sie begleiten. Wir bitten dich für die Haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden im Hospiz, in den Kliniken, Pflegeheimen und Pflegediensten und für die Menschen, die einen Angehörigen pflegen. Wir sind dankbar für ihren Dienst der Nächstenliebe. Und bitten dich, rüste sie aus mit der nötigen Liebe und der nötigen Geduld und gib ihnen die Kraft, die sie brauchen. Herr Jesus Christus, du bist ja der Herr über Lebende und Tote. Sei du unser Herr, jetzt und heute. Halte uns in deiner Hand und erfülle unsere Herzen mit deinem Frieden. Gemeinsam beten wir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht in diesen Sonntag, in die neue Woche, in Gottes Frieden und unter seinem Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.